Ja. Was müssen wir jetzt machen? Hier Sonne. Black? Black. Wie soll man denn eine Sonne, bitte? Jetzt habe ich schon gesungen. Jetzt kommt die Sonne immer noch nicht. Und hör auf zu laggen, Kackding. We are lag, lag, lagger. Warte mal, was hat sie denn eben gerade gesagt? Mein Gott. Wir haben das Wasser. Wir haben jetzt die Bohne und die Erde. Jetzt lieber nicht. Die Sonne muss rauskommen. Vielleicht kannst du ja die Sonne überreden. Aber ich weiß nicht, wie man eine Sonne überredet. Wo ist hier die Sonne, frage ich mich. Am Himmel. Schlaukopf. Hast du schon eine Lady Sonnenschein kennengelernt? Ich hörte, sie lebt auf der Spitze des Helios-Turms. Wo ist der Helios-Turm? Mein Gott. Lady Sonnenschein kann nicht in den Himmel steigen, weil ihr so viele Wolken den Weg versperren. Früher brannte sie heiß und feurig, doch jetzt ist sie so sehr abgekühlt. Ich habe zuvor noch nie von einer Sonne gehört, die nicht voller Glut am Himmel steht. Okay. Ohne die sanfte Berührung des Sonnenlichts ist das Schicksal von uns Pflanzen besiegelt. Wenn der Himmel ständig bewölkt ist, können wir nicht länger in den Blütenfeldern leben. Ich hätte nie gedacht, dass ich so jung schon verwelken würde. Oh Gott! Ich wünschte, ich wäre umhüllt vom lebenden Sonnenlicht, so wie es früher immer war. Du willst also etwas unternehmen, um diese dicken Wolken zu vertreiben, damit die Sonne wieder scheinen kann? Ja. Du glaubst, das wird funktionieren? Ja. Es wäre so schön, wenn die Sonne wieder am Himmel stünde. Ich hoffe, dein Plan funktioniert. Das hoffe ich auch. Die Riesenfächer nehmen und hier Rücken wehen. Was sagst du, scheiß wie schon wieder? Hey, Mr. Groß und Stark, tolles Wetter heute, was? Das ist der ideale Tag für Gartenarbeiten. Jetzt ist es die richtige Angst, um richtige Bodenrack anzubauen. Das geht ganz einfach. Alles, was du brauchst, ist eine Zauberbohne, etwas Erde und frisches Wasser. Ja, das ist alles. Sonst brauchst du nichts. Gar nichts. Tut mir leid, Junge, aber ich kann es dir nicht verraten, selbst wenn du mich fragst. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen nach unten. Wo ist denn dieser verdammte Turm? Mama, wir überlegen. Geh doch einfach da oben rein. Ich glaube, da oben ging es aber nicht. Da ging es zu diesem Brunnenteil, glaube ich. Oder? Dieses Brunnenteil? Oh, zu dieser anderen, da wo wir die Zauberbohne her haben. Oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Glitch? Ja. Achso, ja, das war da. Oh. Hey! Oh yeah. This sucks. Ah, mein Fuß ist eingeschlafen. Ah, es kribbelt. Irgendwie fehlt mir hier irgendwie so ein Aua. That hurt. It hurts! It hurts! Oh, I don't care. Viele Referenzen in diesem Spiel. Ja, irgendwie schon, aber... Irgendwie bin ich zu dumm für dieses Rätsel. Ja, aber nicht nur. Kann man sich bewegen, wenn man da so rauf mit Dings hat? Nein. Ja. Das ist so kacke. Kann man da durch? Könnte man schon, aber da ist nichts. Da war ja ein Item hinter, aber das haben wir schon geholt. Okay, warte mal, hier ist scheiße, hier war diese komische andere Blume und der Brunnen. Hier war Lilly. Hier war die Rose, oder? Ja, hier war die Rose. Rose. Rose, ich muss erstmal gucken. Hier war der Kristallbaum. Was war da oben? Nix. Ah ja, genau, wir müssen hier rüber. Stimmt. Hi, ich bin das Blubberkraut. Du willst wissen, warum ich Blubberkraut heiße? Ich verrate es dir, wenn du mir eine Blubbeere gibst. Blubbeere, bitte sehr. Ah, cool. Okay. Oh, das ist ja großartig. Okay, jetzt pass mal auf. Ist das nicht toll? Ja, ich kann sagen, bewegst du das oder? Ich hab keine. Huch, nee, 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 geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, Alter. Was war das? Oh mein Gott. Nehm ich natürlich mit. Ha ha!
Alter. Buch. Miss. Buch? Ein komischer Comic. Ein grüner Comic. Und was machst du diesmal? Die Grünen. Warte mal, Mitglied wechseln, Gumbaro. Der muss das Ding erstmal gleich. Scanning like a pen. Oh nein, ich die Minifiecher. Oh nee. Oh. Geht weg, Mama. Geh weg. Soll ich fest drücken? Dumme Fickviecher. Ah ja. Das kommt gut. Ah, super. Verteidigung hört sich um eins. Okay. Super. Was Sterne schenkt. Trend nervig. Haben wir noch irgendwas an Items, was uns heilt? Stellt 5 KP wieder her. Also BP. 3 KP. BP. Wieso haben wir eine Sache für BP? Alter! Nie Poppyra, aber ich glaube, ich brauche zu. Ich war jetzt erstmal. Oh Mann. Ich hab zu fliehen oder so. Ich will ja nicht fliehen. Oh, warte mal, ich kann Wiegenlied machen. Jetzt schlafen sie ein. Dann habe ich zumindest ein bisschen Zeit. Dann könnte ich, okay, zumindest die Biene. Das ist schon mal was. So, jetzt scannen den mal bitte. Was ist deine Stimme? Moment! Das ist ein grüner Kram. Ah ja, genau, diese. Das ist ein grüner Kram. Er ist ein Magier des Scuba-Clans. Ich muss zugeben, dass mir diese grüne Robe sehr gut gefällt. Wirklich cool. Ja, mir auch. Max KP 11, Angriffskraft 3, Verteidigung 9. Kann mit Magie die Verteidigung seiner Kumpane erhöhen. Er sieht irgendwie böse aus. Tut er das? Oh, really? Ja, race mal, mach mal. Töten wir den Cooper. Ich glaube, ich nutze mal die Gelegenheit und heile mich. Dann tu es auch. Los, Opi, hilf mir! Oh, hey! Everybody now say hey, oh! Ach man, wir haben aber auch fast ein Level up, ne? Das ist... Kotzen! Ja, Mann, ist er so. Es geht tot, Mann. Geht tot. Immer noch tot. Nein! Aber er ist von seinem Besen gefallen. Das ist schon mal was. Hör, ich stehe. Er kann nichts anderes, ne? Kann das sein? Nö. Das ist genauso wie der Vita-Zipfel in Kingdom Hearts. Er heilt und heilt und heilt und heilt. Ja. Man kann das wie auch nicht. So. Und was jetzt? Willst du dich selbst pushen oder was? Nee, jetzt geht er tot hier. Tot. Ey, Gumbario ist so überpowered. 91. Hilfe. Was war? So. Wow. Hier, noch so ein Vieh. Oh. Ups. Ja, man muss auch das Ding treffen. Man muss das nicht. Vorhin sagen, wie lange geht der Weg noch? Vorsichtig. Okay. Lucky too. Lucky too. Was ist das? Was ist das? Kann ich... Ey, I wanna go up there. I wanna go... Moment, hier muss doch irgendwo was sein. Wart. Kriegst nicht. Schade. Du bist das Chris nix kennen. Sieht aus als... Aber ich kann ihn da nicht zerstören. Fuck it. Moment, halt. Wir haben doch hier, Bombele. Bombele. Spreng das mal, please. Cool. Aber wahrscheinlich kannst du jetzt durchfallen oder so. Oder? Ja, geil. Was? Der Mega-Dotzorn. Mario trifft einen Gegner mit unglaublicher Kraft. Und der kostet auch wieder 10.000 Ordenpunkte.
Dots. Megadots 3. Was? Zwar kostet dich ein Megaschlag 6 BP, aber der Gegner, den er trifft, wird sich noch lange daran erinnern. Klingt verlockend. Toll. Trotzdem haben wir keine Dinger. Ja, wir brauchen dafür ein Level Up. Ich weiß gar nicht mehr, was wir das letzte Mal aufgelevelt haben. Oh, hier sieht es ein bisschen vertrocknet aus. Oh Mensch, ein Turm! Would you look at that? Diese Musik. Muchas gracias. Halt, ich sehe dich da unten. Voll die gechillte Mucke. Ich muss irgendwie gerade an Golden Eggs denken. So. I open the door. Okay, Bombette, wir haben zu tun. Los, wir gehen weiter. So, wir latschen auf diese... Wow! Sieht aus wie ein Vogel. Ein zusammengemöpselter Vogel. Hey, hallo. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand bis hier heraufkommen würde. Ich bin die Sonne. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Ich sollte sagen, ich war die Sonne. Die Wolken, die aus Schnaufulas Puff-Puff-Maschine kommen. Diese Wolken versperren mir den Weg in den Himmel. Als Sonne bin ich eine völlige Versagerin. Jetzt müssen alle Blumen und Pflanzen auf den Blütenfeldern leiden. Nachdenk. Ah! Wo sie steht? Sprichst du von der Puff-Puff-Maschine? Das klingt so lustig. Ich glaube, du findest sie östlich von hier. Die Wolken scheinen aus dieser Richtung zu kommen. Warum möchtest du das wissen? Glaubst du, du könntest die Puff-Puff-Maschine zerstören? Nein, das ist unmöglich. Überanstrenge dich nicht. Du kannst ebenso gut wie hier nach Hause gehen. Sieht trotzdem aus wie ein Vogel. Ein bisschen. Guck mal, du musst nur ein bisschen, hier Fantasie haben und so. Weil ihr Kinn, sag ich jetzt mal, oh, das helle, sieht aus wie der Bauch, die Nase oder was auch immer, sieht aus wie der Schnabel, Augen und Augen. Und dieses an der Seite sind auch die Flügel, die nach hinten gehen. Ja, viel Fantasie. Und jetzt kommt wieder sie rein. Nein, kann man nicht. Hey, schön langsam, warte mal. Wer ist denn das überhaupt? Oh nein, wer bist denn du? Hey Mann! Oh, hey Mann, ich glaube nicht, dass wir uns schon kennen. Ich meine, du bist Mario, oder? Mein Name ist Lucky Lester. Ah, cool. Lucky Lester? Lucky Lester. Du Lester-Schwein, Schwesterlein oder was auch immer. Nein, ich heiße Hugo. Nein, ja, Spike. Ja, Spieke. ja, ich bin Spieke. Spieke. Oder wie auch immer. Ich will auch immer Spieke heißen. Pass auf, ich persönlich habe zwar kein Problem mit dir, aber ich habe Befehle von Schnaufula. Ja, Entschuldigung, dass ich was zu trinken habe. Ja, du hast mir gerade dein Ellbogen in meine Fresse gehauen und die Kamera nach dran nuckeln. Ja, tut mir leid, Mann, aber ich muss dich jetzt vermöbeln. Wie ich schon sagte. Tut mir leid. Ich will das gar nicht, aber... War das jetzt cool? Ha, yeah, total cool. Yeah, jetzt geht's los, Mann. Was hast du überhaupt auf dem Kopf? Das bewegt sich, das können keine Haare sein. Ich hab keinen Bock, gegen die zu kämpfen.